bin nicht getauft. Früher hat sich der Pfarrer geweigert, weil ein Taufpate zu wenig war. Aha, okay. Komplett ungetauft. Du Teufelsbraten. Ist dein Platz in der Hölle schon vorreserviert? Kelly Killer. Oh ja. Mit 14 hatte ich tatsächlich mal eine satanische Phase. War nicht so berauschend. Aber wie, inwiefern? Weil es gibt ja quasi diesen Satanismus, in dem man im Grunde einfach Johnny nur sagt, also das nennt sich Satanismus, weil irgendwelche Kiddies edgy sein wollen. Aber im Endeffekt hat man da einfach nur ein sehr logisches Weltbild und sagt quasi, naja, Übernatürliches gibt's nicht. Und alles ist ja logisch, aber daraus haben dann Leute doch wieder irgendwie sowas wie eine Religion gestrickt. Irgendwie ganz komisch. Und dann gibt's auch diese Sachen, die man im Tatort immer sieht. Ich hoffe, es war nicht sowas. Moment, ich wollte essen. Jetzt weiß ich's. Vor lauter Satanismus und Taufen und so weiter. Ja. Das ist wirklich sehr cool, Kelly Killer. Das ist wirklich eine sehr gute Einstellung, die deine Eltern da schon hatten. Das ist auch das einzig Richtige. Dass man wartet, bis die Kinder alt genug sind, um das zu entscheiden, weil alles andere ist eigentlich Blödsinn. Also ich meine, jetzt im Fall von einer Taufe ist es mir ehrlich gesagt scheißegal, ob ich getauft war oder nicht, weil hat mir nie was bedeutet, beziehungsweise in meiner Kindheit vielleicht wahrscheinlich schon, aber also so seit meiner Jugend hat mir das nie was bedeutet und würde mir auch nichts bedeuten, wenn ich nicht getauft wäre, es wäre mir wurscht. Aber wenn das jetzt irgendwie wirklich einschneidende, im wahrsten Sinne des Wortes, ihr wisst, was ich meine, Zeremonien sind, wie eine Beschneidung oder so, dann ist das, finde ich, schon ein ziemlich krasser Eingriff, den man nicht einfach so bei einem Kind machen sollte. Das soll das selber entscheiden, finde ich. Eine richtig geistliche Folge heute, das stimmt. Aber finde ich auf jeden Fall richtig, so oder so, dass man das Kind dann entscheiden lässt, wenn es alt genug ist. Anstatt, dass man das gleich irgendwie in ein Korsett zwängt, wo es vielleicht gar nicht rein will. Oder passt. Oder kann. Gott, das ist auch furchtbar. Die wollten Katzen töten. Das ist dann schon schlimm. Ah ja, und du hast die quasi gerettet. Na, dann war es ja doch nochmal im Grunde positiv. Weil, wenn man es so betrachtet, wärst du dann nicht in diese Szene reingeraten, hättest du die Katzen nicht gerettet. Und die hätten das wahrscheinlich wirklich gemacht oder so. Die abgefuckten Trottel. Insofern ist es ja nochmal gut ausgegangen. Über den allmächtigen Fire Emblem 3H sprechen. Hä? Hast du schon in Erwägung gezogen, die restlichen Parts mal freizugeben? Ach so, ja, habe ich. Die sind schon jetzt, ich habe die jetzt nicht mehr schön gestückelt oder sowas. Ich habe die jetzt gefunden, die waren noch auf dem Let's Play-Kanal. Ich hoffe, es sind alle Teile. Die kommen jetzt die nächsten Tage täglich immer gleich ganze 3 oder 4 Stunden Streams am Stück. Ab morgen geht's zufälligerweise los. Ist schon alles eingestellt für die nächste Woche oder so. Es sind schon noch ein paar Folgen. Ja. Meistens sind es für die Kinder nur das Geld und die Geschenke. Meinst du jetzt so Feiern, so religiöse Feiern? Ja, das stimmt. Das war für mich schon immer so und das ist auch immer noch so, dass Weihnachten rein kommerzielles Fest ist. Also natürlich auch Familie besuchen und essen und so weiter. Aber im Endeffekt ist es ein kommerzielles Fest und ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn man Geld für Leute ausgibt, denen man damit eine Freude machen will und so weiter. Das ist doch eigentlich voll cool. Ich finde das gar nicht abwertend, wenn man sagt, dass das so ein kommerzialisiertes Fest ist. Weil ja, ist es. Wir geben Geld für Leute aus, die wir gern haben und hoffen, dass wir ihnen damit Freude machen. Das ist doch okay.
Das ist doch schön. Dann hat man schöne bunte Päckchen und super geiles Essen. Und voll cool. Ich bin dafür. In Kalifornien gibt es eine satanische Kirche, die sogar für Menschenrechte kämpft. Ja, ich meine eben, genau, das habe ich ja gerade gemeint. Es gibt ja wirklich, dass irgendein Autor, irgendein Philosoph oder so, hat ja quasi diesen modernen Satanismus geprägt. Der hat es Satanismus genannt. Im Grunde ist das nur wirklich eine sehr weltliche, rationale Bewegung im Grunde einfach. Die zwar schon auch ein paar Aspekte hat, die ich problematisch finde, weil die ist schon so ein bisschen so, der Stärkere hat Vorrecht und Schwache dürfen einen nicht ausbremsen oder irgendwie so. Die sind da sehr kapitalistisch im Grunde. Oder zumindest sehr, ja, sehr neoliberal eigentlich eingestellt im Extremen. Aber ansonsten eigentlich wirklich nichts von dem, was man sich unter Satanismus vorstellen würde. Die nennen sich halt so. Wahrscheinlich, weil sie edgy sein wollen, wirklich, wie gesagt. Aber sowas gibt es eben wirklich, ja. Mir gefällt der Buddhismus. Ich kenne mich da zu wenig aus, ehrlich gesagt. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ich kann das nicht sagen, aber sympathisch wirkt er auch auf mich. Taufe und Kommunion. Ja, genau. Ich weiß schon, dass du das meintest, aber Weihnachten ist ja auch eigentlich ein religiöses Fest, wo es aber, glaube ich, wahrscheinlich den meisten Menschen nicht wirklich um irgendwas Religiöses geht, oder? Deswegen habe ich das als Beispiel gebracht. Hi, Gedankenspiegel, hallo. Genau, so in die Richtung geht das eben wirklich mit, ja. Nanu, wer bist du denn? How's the investigation coming, Mr. Special Agent? Miss Carpenter, die kennen wir. Woher denn? Ach, das ist die Bowlingfrau. Das ist unser Bowlingmeister. Genau. Was ich hier mache, muss ich Ihnen das wirklich erst noch sagen? Ich esse, das ist doch offensichtlich. Und sobald ich damit fertig bin, gehe ich schnurstracks wieder rein und hole mir meine Bahn zurück. Okay. Ich wollte eigentlich nur schauen, aber der hat, glaube ich, noch nicht offen, ne? Ich muss mal kurz gucken. Ich befürchte, der macht erst um 5 wieder auf. Und jetzt ist er erst 2:30. Schauen wir uns doch mal das neue Album an, ob ich irgendwas wiedererkenne. Ja, ich glaube, das erkenne ich wirklich wieder. Ja, das weiß ich auch. Ja, das ist leicht. Ja, weiß ich auch. Ah, das weiß ich leider nicht. Das weiß ich, glaube ich. Das muss ich mir mal in groß ansehen. Das ist leicht. Ja, muss man einfach den Fluss entlang laufen, das findet man. Das weiß ich. Oh, das ist gut. Ich weiß super viel. Ja. Ja. Wirklich. Voll cool. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wo es sein könnte, aber die finden wir. Ach, keine Ahnung, leider. Ja, Polizeirevier. Das dürfte wahrscheinlich auch hinten beim Herrenhaus dieser reichen Arschlöcher sein. Dieser reichen Rassistenkerle, die jetzt alle tot sind. Das weiß ich nicht. Das glaube ich, weiß ich. Das glaube ich auch. Und das ist wieder der Geheimtipp. Oh cool, das zweite Buch kriegen wir zusammen. Aber nicht jetzt. Dead things can't hurt us, right? Girls your age don't usually think that way. Do you have kids, Agent York? No, I don't. I'm not married either. Then you have no idea how girls my age usually think. Besides, I'm used to seeing dead bodies thanks to CSI. Especially dismembered corpses like hers. You know, for a so-called profiling professional, you're pretty clueless. In that case, allow me to apologize. But don't you think it's a bit of a leap to discount my observational abilities simply because corpses don't scare you? I don't know. I mean, you're completely wrong. Do you know what I was thinking back there then? Of course not. I'm not a pro. The same goes for me, Patty. No manner of pro could ever know 100% of what another person is thinking. Unless, of course, that pro has a mental connection with them, like Zach and I have. If I was telepathic, I wouldn't have joined the FBI.
I would have taken over a small country or become a messiah. Now who's making crazy leaps? I will admit, though, Patty, I feel like you and I have something in common. We definitely have similarities, even though they aren't as strong as the ones that Zack and I share. Whatever. Perhaps you and I grew up under similar circumstances. We're both unique cases. Huh? Unique cases? In your case, your beautiful mother's second husband became your daddy. But then your mama got sick, forcing you to take care of things, while you use CSI as your escape. Would you just knock it off? I ain't trying to act like some tragic heroine here. And I don't care that my daddy isn't the same color as me. You're way more narrow-minded. Bam, ich wollte eigentlich den Dialog durchlaufen lassen, weil hinten raus hört man die Dialoge selten. Ich höre sie kaum fertig, aber dann hat mich das Eichhörnchen attackiert. Wie im wahren Leben immer, oder? Ja, ich meine, Rassismus ist nicht nur scheiße, sondern es macht auch überhaupt keinen Sinn. Ich kann verstehen, wenn man im 18. Jahrhundert Rassist war, weil damals wusste man noch nicht genug. Da gab es noch viel Raum für Spekulationen und so weiter und so fort. Und wenn man da der Meinung war, dass es signifikante Unterschiede gibt zwischen Menschen verschiedener Herkunft oder Hautfarbe, dann kann man zumindest sagen, okay, aus dem damaligen Weltbild, aus dem damaligen Wissensstand, keine Ahnung, kann man das verzeihen so ein bisschen. Aber heute macht es echt keinen Sinn mehr, weil man einfach weiß, dass es Bullshit ist. Also abgesehen davon, dass es sowieso scheiße ist, dass man Menschen einfach vorverurteilt und vorkategorisiert. Weil Menschen immer Individuen sind, die unterschiedlich sich ausprägen, ist es halt auch totaler Schwachsinn. Das kommt noch dazu. Ist es noch Rassismus, wenn ich jeden Menschen gleich sehr hasse? Das kommt jetzt drauf an. Das ist Auslegungssache, weil theoretisch, wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du alle Menschen hast und ich frag dich, ob du alle Asiaten hast, müsstest du ja sagen. Und somit ist das dann schon rassistisch. Aber halt gleichmäßig verteilt gegen alle. Im Grunde ist Hass gegen alle jeder negative Ismus. Weil immer, wenn du alle hast, dann bist du sexistisch, weil du hast auch alle Frauen und du bist homophob, weil du hast auch alle Schwulen, du hast alle. Das ist quasi, alles ist das, so gesehen. Gleichzeitig könnte man sagen, es ist nichts von allem, weil, ne, es ist ja nicht exklusiv. Es ist Definitionssache. Diese heimtückischen Eichhörnchen, die vielleicht ist das so in den Südstaaten in Amerika. Wer weiß, dass da irgendwie Eichhörnchen-Gangs in den Höfen lauern, in den Wiesen und harmlose Touristen überfallen und den Sachen klauen. Ich weiß es nicht. Es könnte schon sein. Ach, wisst ihr was? Ah, fahren wir mal zu unserer Skateboardmeisterin. Das ist eine gute Idee. Vielleicht hat Mr. Miyagi wieder einen Trick für uns, einen neuen. Ich habe jetzt schon ziemlich viele Ollies gemacht. Vielleicht reicht schon. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tons. You know, the one who would French kiss them every day as they. Ja, und das ist das Nächste. Das ist ein guter Punkt. Und Rassismus oder überhaupt Ausgrenzung von irgendwelchen Gruppierungen aufgrund irgendwelcher an den Haaren herbeigezogenen Merkmale, wie auch immer geartet, bringt halt niemanden was, außer dass sich der Rassist oder der Sexist oder was auch immer über irgendeine Gruppierung selber erheben will, weil er halt irgendwie ein unsicherer Trottel ist. Aber es ist halt immer nur schädlich für alle Beteiligten im Grunde. Es ist quasi nicht nur sowieso kacke, es ist auch noch total doof und falsch und es hat nur Nachteile. Hallo. Oh, you're still here, Agent York? Stehst du auf Musik, Agent York? Ich und meine Band treten jeden Freitag und Samstag im Owl's Nest auf. Habe ich schon gesehen, war ich schon dabei. Xavier spielt Saxophon, er hat's echt drauf.
Wenn wir zusammenspielen, spüre ich unsere Verbindung noch stärker. Es ist, als würden wir verschmelzen. Na gut. Okay. Ist leider kein neuer Trick für uns. Ich muss mal schnell gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Ich wollte eigentlich nämlich entweder hier. Wie spät ist es jetzt? 15 Uhr. Ja, jetzt gehen wir da hin und wenn es dann immer noch nicht offen hat, dann müssen wir rauchen. So einfach ist das. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victim's tongues. You know, the one who would French kiss. Man könnte schon noch... Okay, von mir aus. Gehen wir in die Sümpfe. Die Sumpf, die neue Sumpf. Es müsste eine neue Sumpf-Lightgun-Shooter-Passage freigeschaltet sein. Die könnten wir machen. Weil eigentlich steht hier auf dem Schild, jetzt wartet mal, von 13 bis 20 Uhr gibt es Sumpffahrten. Aber irgendwie stimmt das nicht. Weil wenn ich jetzt mit ihm rede, sagt er wahrscheinlich, ich soll mich verpissen. Erst viel später hat er wirklich geöffnet. Oder? Nee, diesmal geht's. Okay, ich will nichts gesagt haben. Willst du mehr über die faszinierende Welt von Louisiana lernen? Dann musst du erst meine Spezialtour Level 3 überleben. Wie sieht's aus? Wollen wir gleich losheizen? Nichts lieber als das. Also, nochmal fürs Protokoll. Irgendwo habe ich eine Zielscheibe mit einem Tier drauf versteckt. Die musst du finden und dann mit deiner Knarre ein Loch reinmachen. So großspurig, wie du dich immer aufführst, sollte das doch ein Klacks für dich sein. Ich bin dabei. Chuck. Heißt er Chuck? Ich bin mir nicht sicher. You again? Hey. Er heißt Chuck. All right, follow the docks just up yonder. Let me figure out the route while we get over to it. Ich finde Chuck irgendwie cool. Der ist so typisch dieser extrem raue, unhöfliche Kerl, der ihm dauernd beleidigt und so weiter. Aber man merkt, dass er ein netter Kerl ist. Okay, ich muss mich jetzt schnell konzentrieren. Ich habe extra eine Pistolenkonfiguration fürs Schießen. Mit mehr Reichweite und mehr Genauigkeit. Wow! Crazy! Ah, dammit. Boah, das ist aber echt mies gerade. Habt ihr das gesehen? Kamera voll drüber gezogen. Puh.
Ich glaube, das wäre echt mit Motion Control leichter hier. Also wenn ich mal irgendwo Probleme habe... Nein, ich musste nachladen. Ah, da war das Tier. Wenn ich mal irgendwann Probleme habe mit so einer Ding, muss ich, glaube ich, doch mit den... Ich nenne die immer Nunchuck. Ich weiß, Nunchuck war eigentlich ein Wii-Ding, aber für mich sind die beiden... Wie heißen sie? Joy-Cons, genau. Joy-Cons sind auch nur Nunchucks. Oh oh, Alligatoren. Oh, also, so schnell kann ich mein Fadenkreuz gar nicht bewegen, Mensch. Das ist jetzt schon ein ganz anderes Kaliber als Tour 1 und 2. Tour 3 ist ganz schön irre. Boah. Dass ich die gerade getroffen habe, war außerdem ein Wunder. Oh, komm schon. Das war doch jetzt perfekt. Dammit. Naja, das wird wohl nicht für Gold gereicht haben. Die Wii-Bewegungssteuerung fand ich ziemlich gut. Die erste und damals einzige, die Sinn gemacht hat. Also... Am Anfang fand ich die auch ziemlich cool, aber je mehr ich damit gespielt habe und je genauer die Spiele quasi wurden oder je mehr die abverlangt haben der Bewegungssteuerung, desto mehr hat man schon gemerkt, dass die einfach nicht super genau ist. Erst als dann dieses Plus-Add-on kam, dieses kleine Gerät, das man hinten ran steckte, dann wurde sie echt super. Oh. Dann wurde sie echt super. Die Merlin schreibt mir gerade was. Sie sitzt eigentlich gleich da drüben im Wohnzimmer. Warte mal kurz. Okay, ich soll das ignorieren. Ich glaube, das war keine Sprachnachricht für mich. Sie macht nur eine Liste. Hey, aber ich glaube, die wird gelöscht, die Sprachnachricht, nach einer gewissen Zeit, oder? Ich glaube, das ist keine gute Idee, die so zu speichern. Naja, okay. Hol dir die Metroid Prime Trilogie für die Wii. Die habe ich. Die habe ich mir digital geholt mal. Die habe ich auf der... Habe ich die nicht auf der Wii... Nee, oder? Doch, ich glaube, ich habe die auf der Wii U installiert, wenn das möglich ist. Aber die habe ich digital auf jeden Fall. Ja, Wii Sport war natürlich super faszinierend damals und super cool, das stimmt. Okay. Genau, so First-Person-Shooter, das war halt wirklich auf der Konsole gerade eben mit dieser Bewegungssteuerung schon super gut. Das gab's halt davor nicht. Da kam ja ziemlich früh schon dieses... Ach, wie hieß es denn? Red Steel? Hieß es Red Steel? Das Schwertkampf-First-Person-Shooter-Spiel, das nur so semi-gut war, aber eben mit der Bewegungssteuerung echt cool war. Es hat für Silber gereicht, cool. Aber, oh, Alligatoren bringen viele Punkte.
Aber wir müssen es nochmal machen, weil ich habe den Vogel nicht erwischt. Das ist das Wichtigste. Red Steel. Dezent overrated. Wirklich, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass das so gut bewertet wurde. Ich habe schon das Gefühl gehabt, das wurde eher so mittelmäßig bewertet. In den Medien, die ich damals konsumiert habe. Und ich fand es auch eigentlich nur so mittelmäßig. Aber wie gesagt, mit der Steuerung halt war es schon faszinierend. Am Anfang. Zumindest. Aber das kam ja noch recht früh in der Switch-Ära. Wii-Ära. Wii-Ära. Komm schon, ich treffe überhaupt nichts. Hauptsache, ich treffe den Vogel nachher. Das ist das Wichtigste. Unglaublich. Boah, das ist aber auch hart. Nein, ich muss schon wieder nachladen. Ah, ich starte gleich neu. Warte mal, man kann auch neu starten, oder? Aufgeben kann ich. Come on back whenever you feel like you need a little airboat in action. You again? All right, the dog. Let me think. Stufe 3.